Himmel, den Kopf im Nacken, staune ich über nichts. In dieser Haltung ist alles möglich dort oben. Die Wolken spielen Schatten. Hallo zusammen, heute mal mit Lyrik am Anfang und das hat auch seinen Grund, denn wir gehen heute den Lyrikweg in Much, der bis 2004 Panoramaweg hieß und ihr kommt jetzt einfach mal mit. Lyrischen Zeilen stammen übrigens von dem Lyriker Arnold Leifert, der hier in der Region lange gelebt hat, bis 2012, und der diesen Weg auch angeregt hat. Bis 2004 hieß der Panoramafahrt und auf Initiative von Arnold Leifert ist dieser Weg hier zum Lyrikweg eingerichtet worden und besteht insgesamt aus 12 Gedichtetafeln, die auch alle aus der Feder von Arnold Leifert stammen. Ja, für alle Ortsunkundigen, die Gemeinde Much liegt übrigens im Bergischen Land, vielleicht so 30, 40 Kilometer von Köln weg. Und hier am heutigen Januartag haben wir uns mal hier für diesen Weg entschieden. Und nebenbei kriegen wir auch noch interessante Lyrik geboten. Das ist vielleicht auch die Gelegenheit, mal unsere beiden Lieblingslyrik-Kanäle zu grüßen, Carpe Poem und Reflektor. Was schön ist, dass diese Glastafeln mit den Gedichten dann immer in die Richtung gerichtet sind, wo etwas zu sehen ist, das irgendwie zu diesen Gedichten passt. So, jetzt muss man auch mal sagen, dass die Wegeführung hier gerade nicht so glücklich verläuft, denn es ist eine offenbar vielbefahrene Kreisstraße und man muss sich hier als Wanderer so ein bisschen an den Rand drücken. Das hätte man vielleicht besser lösen können. Heilige Germana ist übrigens die Patronin der Hirten. Ah, deswegen passt dann wohl dieses Krippchen auch hier rein. Mitsamt Schafen. Thank you.
Poesie. Tage, an denen du leise auftrittst, um das Sein der Dinge nicht zu gefährden. Ja, manchmal sind Ortsnamen ja auch schon die reinste Poesie, oder? Wegweiser, das Schild, der Nebel, untauglich das Foto, nicht festzuhalten, der Weg, wohin? Ja, so eine Situation kommt mir als Wanderfreund bekannt vor. Aha, die Picknickhütte heißt uns willkommen. Ja, dann nutzen wir das doch mal aus. So, dann nähern wir uns wieder Much. Ja, und damit ist der Lyrikweg auch fast zu Ende. Und es stellt sich doch wieder die Frage, wie viel Socken hat die Tour verdient? Naja, ich würde mal sagen, der Weg passte zum Wetter. Durchwachsen. Ja, so kann man es sagen. Also wenn es ein Essen wäre, wäre es vielleicht ein deftiger Eintopf. Vielleicht Erbsensuppe oder sowas. Ja, man braucht nicht immer einen kulinarischen Hochgenuss. Das war heute eher mittelprächtig. Die Wege waren auch öfter mal an befahrenen Straßen entlang, aber ja, das gibt vielleicht so 6 Wandersocken oder was würdest du sagen? Ja, aber mindestens 10 Lyriksocken. Ja, die hat der Weg auf jeden Fall verdient und insofern ist der Name Lyrikweg auch vollkommen gerechtfertigt. Die passten ganz gut hier in die Umgebung und das war auch echt eine Aufwertung.